Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zum Automechaniker Simulator mit dem nächsten guten Stück. Was haben wir denn hier heute zu tun? Die Wasserpumpe, den Riemen spannen und den Zahnriemen auszutauschen, zumindest da. Dann haben wir hier nochmal 4 Teile, die wir brauchen. Und nochmal ein ordentliches Stück Arbeit. Doch, dieses Auto wird tatsächlich noch ein bisschen mehr Arbeit machen. Ja, super. Ne, Gummilagerbuchsen. Ja, super. Welch eine Überraschung. Die Dinger dürfen wir wahrscheinlich wieder suchen. Ja, machen wir so. Was anderes können wir jetzt eh nicht machen. Entschuldigung. Fangen wir also wieder mit an, erstmal die Aufhänge wiederholen, auseinanderzubauen. Na dann, auf, mein neuen, mein Love, bye bye, mein Love. Wir müssen. Na gut, vorne, das wird nicht schwer sein, aber Motorteile. Radnabe, Radlager raus. Auch das wird wahrscheinlich wieder so ein Folgending werden, das Auto hier. Muss ich gucken, was ich, wie viel ich schaffe. Müssen hinten an die Hebebühne ran. Spurstammkopf raus. Was habe ich jetzt nicht? Ach ja, diese Kack-Koppelschlange jedes Mal, ne? So, dann setzen wir die Karre mal hoch. Weil wir müssen über die Achse hinten unten drunter ran. Glaube ich, oder? Was war das? War das über die Achse jetzt? Also hier ist ein bisschen was defekt. Da kommen wir wahrscheinlich über den Motorraum nur ran. So. Gut, da ist ein bisschen was hinten dran. Lass mal den erstmal soweit in Ruhe. Klar, natürlich sieht man die Teile, wenn die so ein bisschen verrostet sind, aber manchmal müssen wir die Dinger auch immer. Ach toll, es wird eine tolle Arbeit mit Thema Federn. Level 10 sind wir übrigens mittlerweile schon. Level 12, dann kommen wir jetzt, kriegen wir eigentlich den zweiten Slot weiter rein. Also die zweite Hebebühne, die wir freischalten können. Die werden wir dann auch freischalten. So, weg die. Ja, natürlich. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's schon vergessen, ja. So. Gut. Gucken wir mal, was wir haben. Hinten im Heck ist noch was gewesen. Ich muss gerade gucken, wo sie war. Ah, hier. Gut, dann mit den Allwetterreifen erstmal. Sehen wir, was das raus muss. So, warte mal, hier die Bremsbeläge raus. Die Scheibe weg, Radnabe weg. Damit weg.
Dann können wir das Ding hier ausbauen. Oder auch nicht. Mit der Feder. Nochmal weg mit der Feder. Einschlagpuffer. Dann geht das, der Querlenker hier oben weg. Gib das Ding hier weg. Wieso gehst du denn nicht raus? Das Ding raus erstmal, okay. Dann der Längslenker raus. Nö, dachte er nicht. Will er nicht, hat er keine Lust drauf. Das Ding hier? Okay. Soll ich raten? Nochmal. So, das ist nicht. Wieder scheiß Gummilagerbuchse. Ernsthaft, kann ich nicht an einem Rutsch nehmen? So, jetzt haben wir das auch raus. Hinten die Achse sieht noch auf den ersten Blick relativ gut aus. Die braucht man nicht wirklich dramatisch zu machen. Brauchen wir nicht zu machen. Ich gucke gerade, ob wir hier alle haben. Wir haben alles. Perfekt. Dann fangen wir damit an, Teile zu rupfen aus dem Motor. Jetzt haben wir nämlich erstmal die ganzen Teile hier für die Federung weg. Die defekten Teile der Aufhängung weg. Ich muss mich nochmal richtig wieder hinsetzen. Und das ganze Geschichte, die ganze Geschichte hier. Das machen wir aber gleich alles. Das werden wir dann wieder Stück für Stück abgehen, die Teile. Fangen wir erstmal mit den Motorsteuerungen an. Dann setzen wir den Wagen nämlich runter. Ich muss nämlich anfangen, jetzt die Motorsteuerung rauszureißen. Ich nehme mal kurz den Reifen noch mit ab, weil nicht, dass ich da auch nochmal ran muss. Der ist tätig wegen. So, fangen wir an. Motor. Motor. Wasserpumpe, Riemenspanner, Zahnriemen. Riemenspanner. Dann geht hier der Zahnriemen weg. Wenn er dann darf. Wir holen jetzt nämlich noch was im Wege. Dann geht der Zahnriemen hier raus, wenn ich darf. Und die Wasserpumpe. Dann ist es schon wieder. Dann haben wir sie schon. Die brauchen wir nicht mehr auseinanderzunehmen als unnötig. Als unnötigerweise. Fangen wir an, Sachen zu bestellen. Würde ich sagen. So. So. Wasserpumpe RF4A. Ja, wenn ich denn darf. Jetzt. Wasserpumpe RF4A. Rein damit. Der Riemenspanner. Der ist jetzt, glaube ich, nichts weiter Besonderes, oder? Ja, hat er nicht. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch immer einen Zahnriemen, oder? Aber welcher genau? Auch den RF4A. Okay. Gut, dann haben wir zumindest Thema Motor erstmal schon erledigt. Dann bauen wir die Scheiße erst wieder ein. Und dann geht der große Teil an die... an die... Dingsgeschichte. Riemenspanner rein. So. Ja, dann haben wir das zumindest auch schon mal. Übrigens, für ganz blöde Leute, also für mich, gibt die Drosselklappe sitzt hier oben. Da, da sitzt die Drosselklappe. Da! Und nicht irgendwo mittendrin. Ich weiß nicht, was ich mit der Gitarre nachsagt habe. Na gut, egal, passt schon. Dann. Zahnriemen, ja, wieso nicht? Wieso ist denn nicht drin?
Ich reiche Wort. Ich bin falsch reingebaut. Zahnriemen 11, ja. Ich flachsen jetzt? So zur Hölle. Ich bin falsche Zahnriemen drin? Hadrim RF4A. Einzeigen lassen. Da hinten drin sitzt der. Okay. Okay, dann habe ich ein bisschen Scheiße gebaut gerade. Dann muss ich aber die ganze Einheit hier auseinandernehmen gerade. Weil ihr seht, das blau umrandet ist das quasi das Teil, was da fehlt. Was rein muss. Das ist natürlich jetzt wieder toll, dass ich das auseinanderbasteln darf. Okay. Ja, man möchte die Stellenbeschreibung lesen. Generator rein. Kann ich natürlich jetzt noch nicht ausbauen. Kann ich jetzt schon die Steuergehäuse rausnehmen? Wäre natürlich total toll, wenn ich das schon könnte. Ja. Und dann kann ich nämlich eine Zahnräder, dann kann ich nämlich zumindest mal den Motor gedanklich abschließen, weil das Ding ist das Defekte. Ich habe mir ja schon bestellt, ich habe mir schon eingebaut. Oder? Ja. So, dann bauen wir das ganze Ding wieder ein. Auch ich stelle tatsächlich dazu, dass ich Teile mir anzeigen kann, lassen kann. So. Riemenspann darauf. Und die Umlenkrolle ran. Gut. Dann gehe ich mal kurz auf die Option, nehme das Teil wieder raus. Und habe zumindest das abgeschlossen. So, also geht's weiter. Ich muss eine neue Feder brauche ich ja nicht, die alte kann ich ja nehmen. Das heißt, ich muss die Feder auseinanderbauen. Fangen wir an mit der Aufhängung Stoßdämpfer VA McPherson. Nehmen wir erstmal hier die Federgeschichte auseinander. Gut, da passen zwei Zeile. Warum ist das nicht? Ach nee, ich kann's ja. Ich muss es ja auseinandernehmen. Ja. So. Nehmen wir sie mal beide auseinander. Nehmen das halt so ein Federspinner. So, okay. So, okay, gucken wir mal, was wir bestellen müssen. Stoßdämpfer für Försen, Radlager. Fangen wir mit den Stoßdämpfers mal an. Stoßdämpfer McPherson. Wo sind die? Da, vor der Achse. Eine. So, weiter. Radlager, Domlager, Feder, Vorderachse, Radlager. Nur eins nach dem anderen, bitte. Radlager.
Ich mache hier einen Teil des Auftrags. Domlager war das, glaube ich, das andere, ne? Domlager vor der Achse. Dom. Lager für die Vorderachse. Rein damit. Da schätzt sich 65 Euro. Oder 65 Dollar. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes haben. Federunterlage, Fegeder, Hinterachse und Koppelstange, Hinterachse. Okay. Die Federunterlage. Für die Hinterachse. So, gut. Die Koppelstange für die Hinterachse. Koppelstange. Gut, Hinterachse. Bam, rein damit. Gut, haben wir das auch weg. Fangen wir mal an, die Hinterachse wieder ein bisschen zusammenzubauen. Ich muss aber gerade mal kurz die beiden Federn zusammenbasteln wieder. Dann kann ich den nämlich wieder einbauen hinten. Na, kurz warten, bis der hier fertig ist. Und das heißt Federspanne, ja. So, dann auch das rein. So, dann kann jetzt die Federachse, Hinterachse wieder reingebaut werden. Das ist aber die andere Seite. So, ein bisschen ergonomisch denken, indem wir einfach mal kurz die Hebebühne mal jetzt anheben. Ja, warte. Schwachsinn, jetzt sowas einzubauen, wenn es nicht muss. Ich fange nämlich an, jetzt die Teile jetzt zu bestellen. Weil das ist da, sieht ziemlich gerade auch ein bisschen ziemlich blöde aus mit der mit dem Achsschenkel, weil der scheint durch zu sein. Ja, genau. Fangen wir an. Achsschenkel, Hinterachse, Typ A. Und zusammen brauchen wir dafür einen. Achsschenkel, Hinterachse, Typ A. Brauchen wir. Weiter. Gummilagerbox groß. Brauchen wir zwei und drei, vier kleine. Die Gummilagerbuchse. Groß zwei. Eins, zwei, drei, vier. Gut, haben wir bestellt. Nächste. So, Schlussanfall Hinterachse, Einrohr, Gasdruck. Eins. Stoßdämpfer, Hinterachse, Gasdruck. Hinterachse, Gasdruck, Einrohr. Hier ist es. So, nächste Teil. Weiter. Kugellager, was wir klein haben, wir Rattennarbe, Hinterachse Typ B. Die Hinterachse. Rattennarbe, Hinterachse Typ B. Rattennarbe. Hinterachse Typ B. Da, einmal. Nächstes Auto. Nächstes Teil war nicht. Koppelstange, Hinterachse. Einmal, oder? Ja. Radnabe, Hinterachse, Typ B. Nein, haben wir ja. Natürlich. Koppelstange, Hinterachse.
Koppel. Stange für die Hinterachse. Bestellt. So, der nächste Teil. Radlager. Eins. Radlager hinter eins drin. Radlager. Längslenker Hinterachse lang. Längslenker Hinterachse lang. Bestellt. Querlenker Hinterachse Typ B. Querlenker Hinterachse Typ B. Passt. Nächste Teil. Das letzte, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne, die Kumlagerbuchse haben wir. Die Kleine. Gut, dann müsste es eigentlich jetzt gewesen sein, weil ich muss jetzt nur noch das Auto zusammenbauen wieder. Dann müsste es eigentlich durch sein, würde ich sagen. Naja, bauen wir es mal wieder zusammen. Das machen wir heute noch. Dann brauchen wir kein weiteres Auto anzufangen. Sonst Schwachsinn. So. Querlenker Hinterachse oben. Mal neu bestellen. Querlenker Hinterachse oben. So, dann bauen wir das wieder zusammen. Und dann setze ich noch einen Querlenker rein oben. Das ist mir zu blöd, sonst. Ich habe das mal neu gemacht. So. Scheibe ran. Bremsbeläge ran. Die sind auch ausnahmsweise ganz gut. Drin. Andere Seite noch schnell. Und dann geht es auch an die Vorderachse. So, Hinterachse ist schon was fertig wieder. Also die ist jetzt fertig, weil die letzte Schraube noch und dann haben wir die Hinterachse auch durch. Und weiter geht die Reise. Weil die Motor haben wir ja schon fertig. Schon eine Weile. Dann kann man den reinsetzen, den Moment. So, dann geht da an die Koppelstange noch mit rein. Die neue. Dann haben wir das Hitzeschutzblech. Dann machen wir jetzt hier vorne schon die Seite zusammen. Dann wollen wir noch hinten zusammen zur Seite. Dann müsste es hoffentlich alles fertig sein. Radlager rein. Dann haben wir die Antriebswelle vorne rein. Scheibe ran. Hier unten die fehlende Spurstange rein.
Die Koppel, den Schubschirmkopf natürlich noch ran. So, dann haben wir das auch weg. Dann haben wir noch hier die Seite fertig und dann müsste es eigentlich durch sein. So, weiter geht's. Wie gesagt, das Ding machen wir auf jeden Fall heute noch fertig. Ich schaffe vielleicht noch zwei kleine Autos in der nächsten Folge und dann sind wir mit dieser Aufnahmesession zumindest durch. Radnabe rein. So, den Radla das Radlager noch ran. Antriebswelle noch ran. So. Federunterlage für Federhinterachse. Da sind die ganzen Gummibum. Ich bin doch gar nicht mehr fertig mit der Federachse. Mit der Federachse. Na, hier, noch ein Teil. Gut, dann setzen wir den noch mal. Dann gehen wir nochmal in die Hinterachse. Mal. Da sitzt die Feder drauf, aber die muss ja immer noch drauf, oder? Ich bestimmt da immer noch drauf. So, Gummilagerbox noch, die Kleine. Ja, das erklärt nämlich, warum dann unsere paar Teile fehlen, angeblich. Die Federung zum Beispiel, weil die geht nämlich jetzt erst drauf. Warte mal. Nee, nee, nee. Das nehmen wir wieder raus. Hinterachse. Anschlagpuffer, Feder, Hinterachse an. Anschlagpuffer. So, komm mal. So. Jetzt geht die Feder drauf. Dann geht das Ding noch drauf. So. Zeug, dass ich alles hab. Nee. Nur Gummi. Die Buchse fehlt noch. Die große. Was anderes. Jetzt lass mir das Ding wieder anzeigen. Dann weiß ich, wo es ist. Da ist es. Die muss raus. Dann nehmen wir die raus, dann nehmen wir die neue wieder rein. Gut, dass ich noch eine habe. Dann ist das Auto fertig, ne? Ja. Perfekt, von der Zeit her. Ach ja, noch eine fucking Felge. Die für vorne, die fehlen noch. Upsi.
So. Fertig. Fahrzeuginfo. Jawohl, passt. Auto abgeschlossen. Blub. So, 2500 Dollar gibt es uns wieder mal auf die Hand für dieses kleine Fahrzeugchen. Das wird auch das Letzte, was ich gemacht habe, für heute sein. Du gehst erstmal auf die Hebebühne, weil da ist bestimmt noch ein bisschen was. Im Argen. So. Okay, hier ist ein Kampagnenfahrzeug. Ja, die alle, die können wir hier nicht nehmen. Nehmen wir also das Kampagnenfahrzeug, das sehen wir jetzt vor. Weil ich vermute, dass wir den hier gleich, der jetzt auf der Bühne steht, in der nächsten Folge machen werden. Ja, würde ich sagen. Dass der auf jeden Fall ein bisschen was hat. Jetzt haben wir den überhaupt da. Ah, super. Herzlich willkommen da. Ja, ist okay. Ist ein bisschen ein paar Sachen zu tun. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Auto hier. Der so einige Probleme hat. Mal schauen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.